Alright, Runde 2. Nope, das ist ein Land und nicht besonders gut. Das sind drei Länder und ziemlich gut. Oh ja. Deal. Revealed. Miam, Müsli, Müsli, miam, kann man auf jeden Fall an, spielen dann Wayfinder. Sale of Means. Sure. Sale of Means blockt diesen Menace-Typen hervorragend. Außerdem macht es das zweite Blaue für die Secrets. Was ist das? 3-3er. Sure. Jetzt haben wir 8 Permanents. Wenn wir die Treasure ausgeben, haben wir 7. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber mal gucken. Wenn wir noch ein paar Länder ziehen, ist eigentlich auch ganz fair. Irgendwie 3 zu ziehen wäre schon geil. Wir haben relativ gute Blocks jetzt. Wenn alles angreift, blocken die beiden den. Oh Gott. Jetzt kommt doch auch Tetsimog oder sowas. Wenn alles angreift, Needle Disruptor. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Den können wir einfach abräumen. Insel. Jetzt haben wir 5, 9. Naja, dann ziehen wir aber nächste Runde eine Karte. Ja. Ist auch spannend, ob sie das machen wollen, ne? Weil dann stirbt auch der Trailblazer. Aber wahrscheinlich schon. Dann würden wir praktisch die beiden Kreaturen miteinander tauschen. Jetzt wird angegriffen. Jetzt wird nicht angegriffen. Es wird einfach nichts gemacht? What? Hallo. Hallo. Wow. Spannend. Naja. Ziehen wir mal Karten. Golden Demise macht eigentlich gar nichts, ne? Macht eigentlich gar nichts. Wir könnten mit Sachen angreifen. Was halten wir davon, wenn die beiden angreifen? Na, das ist schwierig. Wenn die beiden angreifen, wenn die drei angreifen, na, den Block wird unser Gegner nicht machen. Das wird zwar geil, aber glaube ich nicht. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Block hier gemacht wird. Oder der. Aber die Frage ist, ob die da angreifen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nächste Runde können wir alles mit 3 zerstören von dem Gegner. Und dann wollen wir lieber nicht tauschen. Okay. Ich glaube, es ist schwach. Wenn wir nächste Runde sowieso einfach Sawtooth und Golden Demise machen. Oh, es wird ein auf alles gemacht. Note. Also.
Schwarz, Schwarz, Grün. Rot. Und man könnte theoretisch auch warten und mehr Kreaturen mitnehmen. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass wir hier einfach Schaden durchdrücken. So haben wir 9 Power auf einem leeren Board. Und unser Gegner hat 4 Mana. Und ich glaube, das ist einfach besser, als unser Gegner jetzt irgendwie noch in Mana kommen zu lassen. Ja, okay. So, tja, mal wieder haben wir nicht irgendwas, was wir wirklich boarden wollen. Insofern könnte das boarden, als den hier. Das macht auch nichts. Alright. Das geht leider nicht. Das muss gehen. Bla, grünes Mana. Tja, ich glaube, wir können uns nicht leisten, grünes Mana zu halten. Wir bräuchten eher irgendeine Interaktion. Okay, dann fetchen wir grünes Mana. Aber so haben wir uns zumindest noch einen Shot gegeben, dass wir was anderes hätten machen können. Genau, Voyage spielen und Spicegrind. Nicht unbedingt auf den. Okay, Creeper ist nice. Guter Blocker. Guter Blocker. Wenn unser Gegner jetzt den 3-3er spielt, der größer wird, tja, könnte man den schon fast bouncen. Das nimmt echt eine Menge Tempo weg. Ja, wir machen das mal. Wir haben ja Pirate's Prize, um es auszugleichen. So, wenn jetzt unser Gegner den Jungle Creeper wegmacht, nehmen wir so viel Schaden. Und so kann unser Gegner nicht mit dem Seal angreifen. Also kann angreifen, aber dann tauschen wir den ab. Und das ist eigentlich ganz fair. Sail of Means ist perfekt. Die blocken nämlich den Trailblazer richtig gut. Rigging Queue, okay. So. Oh. Ja. Können wir auch noch spielen. Foul Orchard. Und dann spielen wir den. Jetzt müssen wir eigentlich nur eine der großen Sachen treffen. Tetsimog würde ich vorschlagen. Das ist natürlich stark. Jetzt kriegen wir Schaden für, also 2 Schaden für jeden Piraten. Noch eine Crew. Wow. Na, ich sehe nicht, wie die irgendwas machen. Insofern werden wir einfach Karten ziehen. Tetsimog, my friend. Das schon wieder. Okay. Oh. Wir können wieder mit unserer Wombo-Kombo hier alles kaputt machen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich glaube, wir spielen erst Golden Demise und greifen damit einem an und tun so, als ob wir vielleicht kein Sawtooth haben. Und dann muss unser Gegner gamblen, sozusagen. Ich denke mal, die werden die zwei. Ja. Komm! Nein! Nein, du willst es machen! Nein! Jesus.
Na gut, müssen wir es dann nächstes Mal machen. Ja, ich meine, wenn sich das unser Gegner erlauben kann, ist natürlich sehr klar, clever, es nicht so zu machen. Und die Crews sehen ja schon so aus, ob sie eine Menge Schaden abhalten können nächste Runde. Sie machen jetzt für jeden Piraten nur noch 2 Schaden. Impale, okay. Tatsimok? Silber gehittet. Ich glaube, wir müssen in den sauren Apfel beißen und unseren eigenen Typen zerstören. Und dann auch noch mit Silber eine Karte ziehen. Kostet zwar eine Menge Treasures, aber dafür haben wir ja genug. Ja, ich nehme einen. Und noch einen. Und ziehe die Karte. Ja, ist schon knapp. Ein paar Piraten und es wird richtig eng. Also wir sind auf 10, wir wissen noch, dass der 2-2er Raid-Pirat in der Hand ist. Pirate's Prize, okay. Sure. Das sind eine Menge Länder. Naja, können wir angreifen? Wenn wir angreifen, blockt der den oder den und schießt den ab, dann blocken die anderen jeweils. Das heißt, es kommen 6 Schaden durch. Alternativ können wir nur mit dem angreifen. Mit den beiden wahrscheinlich. Wenn wir mit den beiden angreifen, blockt unser Gegner den, geht auf 3. Achso, dann blockt einfach der den. Aber wir müssen den schon loswerden. Also können wir auch so angreifen. Das führt vielleicht dazu, dass der den blockt und wir extra Schaden machen. Andersrum würde der den blocken und auch töten, und das wäre das Gleiche. Nur, dass wir 2 Schaden weniger gemacht haben. Jetzt kommt irgendwie Damage, ne? Das ist natürlich stark. Tötet aber auch nur ein 2-2er. Okay. So, wir wissen, dass unser Gegner einen Piraten in der Hand hat. Wir haben aber auch nichts gegen diese Crews. Wir haben nichts, was die tötet. Ja, okay. Aber dann sind wir relativ sicher, dass unser Gegner keinen Piraten mehr hat. Cutlass. Nein. Okay. Die macht immer ein paar Token. 6. Close. Okay. Boo. No. Oh.
my friend. Alright. Können wir irgendwas gegen diese 0,5er machen? Ne. Ne, leider nicht. So. Ja, ein Land. Glaube, das ist okay. Wenn wir zum Wayfinder und Sailor kommen, sieht es eigentlich ganz gut aus. No, no, okay. So. Hope. Hope. Okay. Okay. Unknown Shores. Alright. Unknown Shores ist nice. Vielleicht hätten wir Sailor legen sollen für den Sawtooth. Au. Dann hätten wir, aber dann ziehen wir wahrscheinlich, also dann ist es unwahrscheinlicher, dass wir ein Land ziehen. Und so ist es auch okay. Blocken wir den? Nee. Okay. Na dann machen wir doch einfach den da. Und greifen mit dem Wayfinder an. Der kann sowieso nichts gegen den 3-3er machen. Da ist das fair. Wenn jetzt irgendein Removal auf den gespielt wird, sind wir auch super zufrieden. Dann können wir unsere Dryade einfach spielen. Wir haben jetzt 7 Permanents. Wir gehen jetzt auf 8. Wie wahrscheinlich ist es, unser Gegner jetzt noch einen Removal in der Hand hat? Ich meine, wir könnten warten. Wir können Pirate's Prize und Wayfinder machen. Oder einfach nur Jungle Creeper. Wir haben ja auch keine Panik eigentlich. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Einfach ein bisschen rumchillen. Wir könnten jetzt mit Depths of Desire, also fehlen noch zwei Mana, dann könnten wir unsere Dryade beschützen. Aber ich sehe auch nicht so super viel, was hier passieren soll, ehrlich gesagt. Wir suchen jetzt einfach nach unseren Karten. Prosperous Pirates. Actually. Nö. Er braucht sowas schon. Dich braucht man auf jeden Fall. So. Das bounced leider nichts von uns. Wir können leider nur zwei Kreaturen, eine Kreatur marken. Das wollen wir irgendwie nicht. Insofern greifen wir einfach an. Und zwar mit dem Wayfinder. Und spielen unsere geliebte Dryade.